So, jetzt kommen jetzt zwei Dinge. Das erste ist ein Anlassgedicht für Didi Sommer. Kennt noch jemand Didi Sommer? Ja. War schon lange nicht mehr da, leider. Zu einem runden Geburtstag hat er von mir eine Rodel geschenkt bekommen und begleitend dazu eine Art Gebrauchsanweisung in seinem Dialekt, Mühlviertlerisch. Das heißt, ich muss da reinschlüpfen und danach gibt es dann noch einmal Oberländerisch zu mitmachen. Man kann sich schon vorbereiten, möchte alle Stimmen hören. Aber zuerst das Peinliche. Vom Köhle im Winter für den Didi Sommer. Schlitten fahren. Ich habe einen neuen Schlitten und da sitze ich gerade drauf in der Mitte. Hinten sitzt die Resche Carola, die mit der großen Goschen, ich sag nur Ola. Vorn sitzt die Gabi, Glabi, was heißt Glabi, ich weiß eh, schön ist bei dem Schnee. Jetzt durch. Ja, mein Schlitten ist groß, der Pferdl sitzt der Gabi am Schoß, jetzt der erste Witz, auf die Gabi war halt eigentlich ich spitz. Aha, jetzt nicht kommen. Aber ich bin heute früh aufgesprungen, freilich haben wir vorher ordentlich getrunken und jetzt turtelt der Fredl und die Gabi und ich hab bloß Ditten im Knack und sonst nix, glaube ich. Was heißt, glaube ich, ich weiß eh, ist trotzdem schön bei dem Schnee. Ja, Schlitten fahren ist ein Mordsgaudi und ich war allerweil schon ein wenig ein Raudi. Das heißt, der Pferdl kriegt einen Tritt und reißt versehentlich die Carola mit. Ich sitze noch immer auf meinen neuen Schlitten, aber halt nicht mehr in der Mitte. Die Gabi lacht und schreit, juche, und dann sagt's, sie war eine gute Fee und ich kann mir was wünschen, auch was Schlimmes. Und auf einmal ist da ein Ast und weg ist Bims. War aber der falsche Wunsch, trinken wir halt allein einen Punsch. War aber mein Fehler, ich weiß eh, ist trotzdem schön bei dem Schnee. Okay, damit hat Didi seine Rodel überreicht bekommen. Und ich hoffe, er hat das richtig gemacht. Beim nächsten kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich brauche ein Wort von euch, es ist rhythmisch. Und gibt es auch in allen Sprachen, das heißt wahrscheinlich überall anders, aber bei uns heißt es Handschick. Handschick? Was ist das? Handschuhe. Handschuhe, genau. Handschick, ja, ist wichtig im Winter. Einfach, ich mache es im Rhythmus vor und wenn ihr es im Ohr habt, bitte mit einstimmen. Handschick! 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 Also, nicht gegen mich. Handschick! 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 Sehr gut, ist der Rhythmus einfach weitermachen? Handschick. Ja, wenn es dann losgeht. Okay, wir beginnen gemeinsam. Der Text heißt: Ohne ordentliche Hose hast du heutzutage kein Leiberle. Oder Kleider machen Leute. Und gleichzeitig beginnen, bitte. Handschick! 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 Luna Pempelbeitel! Handschick! Luna Pempelbeitel! Handschick! Luna Pempelbeitel! Handschick! Luna Pempelbeitel! Janka! Janka! Ah ja, das habe ich vergessen! Es ändert sich! Es ist nämlich so, man muss da mitdenken. Es geht so die wesentlichen Kleidungen, das Stückchen des Winters durch und vom Handschick zum Janka. Die erste Strophe kennen wir, machen direkt mit dem Janka weiter. Janka! Janka! Luna Pempelbeitel! Janka! Luna Pempelbeitel! Janka! Rock, rock, Janka! Rock, rock, Janka! Handschick! 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 Wumperschen... Handschick! Wumperschunke Haxe! Handschick! Wumperschunke Haxe! Handschick! Wumperschunke Haxe! Handschick! Wampuschunke Haxe! Handschick! Jetzt kann man die Knirschtrumpf! Wampuschunke Haxe! Knirschtrumpf! Wampuschunke Haxe! Rock, rock, Janka! Rock, rock, Janka! Knirschtrumpf! Kommt der Hutschmuck, der heißt Gamsbart. Aber ist alles im gleichen Rhythmus. Gamsbart! Trachtpfortsteil! Gamsbart! Trachtpfortstiefel! Gamsbart! Trachtpfortstiefel! Gamsbart! Trachtpfortstiefel, wieder die Handschuhe? Handschick! Handschick! Protzebuckelfries! Handschick!
Ratzebuckel, Fries, Rock, Rock, Janka, Rock, Rock, Janka, Luna, Bempel, Beitel, Wampel, Schunker, Hacker, fort, Luna, Bempel, Beitel, Wampel, Schunker, Hacker, fort, fort, Stiefel, Ratzebuckel, Janka, Tracht, Rock, Fries, Stiefel, Ratzebuckel, Janka, Tracht, Rock, Fries, Fries, Luna, Bempel, Beitel, Wampel, Schunker, Hacker, Stiefel, Ratzebuckel, Janka, fort, Tracht, Rock, Blitz, Fries, Luna, Bempel, Beitel, Wampel, Schunker, Hacker, Stiefel, Ratzebuckel, Janka, fort, Tracht, Blitz, Blitz, Fries, da kommt noch ein Zettel. Luna Pöppel, Weiber, Schunker, Schunker, Haxe, fort! Luna Pöppel, Weiber, Wampel, Schunker, Haxe, fort, fort! Stiefel, Potzer, Buckel, Janker, Tracht, Rock, Fries! Stiefel, Potzer, Buckel, Janker, Tracht, Rock, Fries, Fries! Luna Pöppel, Weiber, Wampel, Schunker, Haxe, Stiefel, Potzer, Buckel, Janker, Tracht, Rock, Blitz, Fries! Luna Pöppel, Weiber, Wampel, Schunker, Haxe, Stiefel, Potzer, Buckel, Janker, Tracht, Rock, Blitz, Sau, Blitz, Fries! Und der Nachsatz wäre, zieht er eine ordentliche Hose noch, sonst zieht man einen Luna lang Schweinigel tun. Ja! Ja, ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht damit, dass ich beim Dialektslam ins Finale komme, deswegen muss ich jetzt improvisieren. Und das passt aber auch ganz gut, warum steht man nicht frei zu sagen, jemand weiß es, ich bin's nicht. Und der Text heißt, aber nicht nur. Und ich brauche eure Hilfe, es ist viel einfacher, als wenn Markus das verspreche. Es bleibt den ganzen Text lang gleich, wenn ich die Hand hebe, bitte euch zu sagen, aber nicht nur. Aber nicht nur. Super. Und er heißt Mama. Es beginnt ganz harmlos. Aber nicht nur. Das ist mir jetzt nur reingefallen. Okay, das baue ich ein. Es beginnt ganz harmlos. Eine Zelle teilt sie und zerteilt alles in einer davor und einer noch. Ein Zellhaufen teilt sie und zerteilt die Zeit neich. Der erste Ultraschall, der erste Bauchtritt, der erste Schrei, der erste Schritt, das erste Wort. Freut euch auf, was ihr ausgelassen habt, Blut und Schmerz und Angst. Eine Zelle hat sich zerteilt, hat dich und sich in ein Haifalt zerteilt und zerteilt jetzt die Zeit neich. Mama hat jetzt ein Über-Es, eine Mütze schlaft, bis es wieder schreit, einmal atmen, bevor es wieder gefüttert wird. Eine Mama ist gleich da, Schatz, in der Richtung. Sie aber nur ganz kurz ins Klo einsperren, weil Mama eine ganz kleine Mikrosekunden für sich selber braucht. Eine 3 Tage wach. Und es ist kein Festivalrausch mit Kater danach. Es ist auch, die ganze Familie liegt mit Grippen im Bett und sie soll es eigentlich auch tun. Aber was soll es denn machen, wenn es einen frischen Tee braucht oder es einen Topfenwickel benötigt oder einen schlechten Traum wegküsskuss? Es schreit, es schreit, es schreit, es schreit, es schreit, es schreit. Es lächelt, es lacht. Es krabbelt, es scheißt, es schmeißt Mamas Lippenstift auf den Boden, es gurgelt, es schmeißt Papas Weinglas um, es gurt, es gackt, es greint, es gluckst. Es sagt, Mama. Es fragt, oder es sagt, Mama, was ist denn das? Das ist Zoom. Mama, was ist denn das? Das ist ein Hund. Mama, was ist denn das? Das ist ein Auto. Mama, was ist denn das? Das ist ein Papa. Mama, was ist denn das? Das ist Pui. Das Kind fragt nicht, Mama, was ist denn Mama? Das Kind denkt, es weiß, was Mama ist. Das Kind ist klug, viel klüger als ich. Was ich über Mama weiß. Mama ist mit Sicherheit kein akademischer Titel. Mama ist ein Konstrukt ihrer Zeit. Mama ist eine bunt bedruckte Baumwollschürzen. Mama ist das, was in einem Liebesroman nach dem Happy End kommt. Mama ist das, was in einem Jelinek-Roman lang vorm Ende mit Schrecken kommt. Mama ist ein zweiter roter Streifen beim Schwangerschaftstest. Mama ist eine Zeit lang morgendliches Übel, wenn es ein paar Wochen lang in die falsche Richtung verdaut. Mama ist das schöne Kleid, das anziehen will, wenn es zum ersten Mal wieder mit dem Papa ausgeht. Mama ist der Zorn drüber, dass nimmer ins Kleid passt. Und es ist alles sei Schuld. Geht's heute in Jeans und Pulli aus. Mama ist der Kugelschreiber, mit dem es 100 Notfallnummern für die Babysitterin auf den Zettel schreibt. Mama ist für es die schönste Frau von der Welt. Das ändert sie irgendwann. Mama ist immer da. Oder falls nicht, hat sie ein schlechtes Gewissen. Mama macht ihrem Über-Es ein schlechtes Gewissen. Mama wird ihrem Über-Es so ein Über-Ich. Mama ist ein ich kann mich nicht zerteilen aus der Küche ruf. Mama ist die hast du deine Hände gewaschen frag. Mama ist wie oft soll ich dann sagen, dass dein Zimmer aufräumen sollst. Mama ist ein hast deine Hausaufgaben gemacht, die Englischvokabeln gelernt und heute schon Blockflöten gespielt. Mama ist ein Muttertagsgedicht, das du hast trotz mit der Blockflöten in einen Punkrock-Remix verwandelt. Das war jetzt autobiografisch. Mama ist ein Mysterium, das mit der Bisschen Glück später nur mal kennenlernst. Mama ist ein Mythos.
Aber nicht nur. Mama ist eine Mitfahrgelegenheit, bei der du das Ziel wünschen darfst. Mama ist ein Auto, mit dem du fahren lernst. Papas Auto ist natürlich der Du. Mama ist ein Maßstab und eine Sehnsucht nach dem, wie es riecht, nach ihrer Perlenketten, die es nur anzieht, wenn ein besonderer Anlass ist. Und du willst für immer ein besonderer Anlass für deine Mama sein. Nach ihren Locken, nach ihrem Lob, nach ihrer harten Hand, mit dem sie von den Straßenrand zurückzieht, nach ihrer im Hintergrund verschwimmenden Anwesenheit. Mama ist das, was laut mancher Frau zweimal im Leben werden soll, mindestens, wegen die Pensionen und wegen dem Generationenvertrag und so. Mama bekommt aber nur ganz kleine Pensionen, wenn überhaupt. Warum denn auch? Sie hat doch viel zu kurz gearbeitet. Was macht Mama? Mama macht Frühstück. Mama macht den Dreck weg. Mama macht Jausenbrote, Mama macht Abschiedswinke-Winke, Mama macht sich Sorgen um die. Aber Mama macht allerhand, was wichtig ist. Mama macht alles wieder gut. Mama macht sie nie wichtig. Mama macht der Jahreszeit angepasste Leckereien. Mama macht der Tageszeit angepasste Fertigpizza. Mama bäckt das Brot ab jetzt wieder selbst. Mama macht ihren Job. Mama macht Liebe, oft mit Papa. Aber nicht nur. Mama macht die Hosen länger oder kürzer oder enger oder weiter oder wieder ganz. Mama macht Preisvergleiche, Mama macht Apfelmus. Mama macht wieder Einstiegsbemühungen, oft vergeblich. Aber nicht nur. Mama macht unangekündigte Schultaschenrazzias. Mama macht Tagebuchspionageakte. Mama macht den Papa Vorwürfe. Mama macht immer das Richtige. Mama macht die besten Topfenknödel, Mama sammelt Kochrezepte, Mama macht immer alles falsch. Mama macht zu wenig Aufhebens um den Papa, meint die Schwiegermama. Aber nicht nur. Der Papa meint das manchmal auch. Mama macht peinliche Bemerkungen, wenn du in deinem Traummann stehst. Mama macht dir Zöpfe, Mama macht Buntfalten deine coolen Jeans, Mama macht Unterhoseninspektionen, weist darauf fort, dass du Regel kriegst. Mama macht Leintuchuntersuchungen und lächelt mild, wenn es dann ein bisschen anders ausschaut, weil du den ersten Samen noch was gehabt hast. Mama zerbricht sich den Kopf über adäquate Aufklärungsmethode, weil es beginnt ja alles ganz harmlos. Eine Zelle teilt sie und sie teilt alles in einer Vor- und einer Nach. Vielen, vielen Dank. Yeah. Yeah. Hello again. Genau. Geht's euch gut? Ja. Danke dafür, Mieze. Schön. Ich möchte eine kurze Unterbrechung einfügen, um ein Liebesgedicht vorzutragen, weil Valentinstag ist. Und mein Liebesgedicht ist allerdings sehr... sehr kurz. Das zählt schon dazu. Wie geht man bei euch so mit Zwischenrufern um? Darf ich sagen, dass ich finde, dass er sehr schön gekämmt ist? Ich weiß nicht, in Deutschland wäre das drin, wenn sich jemand aus dem Fenster lehnt, dann nach seiner Hand zu greifen und zu ziehen. Nicht so ungut. Ich wohne im 6. Stock, probier's. Im 6. Stock, im 15. Bezirk, das ist dann ungefähr 180. So, nachdem wir das geklärt haben, Liebe. Ein sehr kurzer Liebestext, der deswegen kurz ist, weil die meisten Liebschaften heutzutage auch sehr kurz sind. Und mein Liebesgedicht heißt Camping of Love. Die Liebe beim Zelten überhört man wirklich selten. Ja. Dankeschön. Das Gedicht ist ungefähr doppelt so lang wie meine letzte Beziehung. Ich komme nun zu einem Text, der in einem Dialekt gehalten ist, der vielleicht einigen von euch teilweise geläufig ist. Es ist Internetdeutsch. Der Text heißt Online sein. Untertitel: Nein, ich möchte keinen Problembericht an Microsoft senden. Ich bin online. Ich bin so online, dass ich Liebesbriefe in HTML schreibe und Lieder in Lied. Ich bin so online, dass mein Avatar mir ähnlicher sieht als mein Spiegelbild. Ich bin so online, ich klicke meine Freundin zweimal an, wenn ich Sex möchte. Habe ich Freundin gesagt? Ich meinte Maus. Ich bin so online, ich lache nicht mehr, ich sage LOL. Ich bin so krass online, ich sitze at Schreibtisch und klaue Texte at Lars. Ich bin so voller Internetsprache, dass Kommunikation mit meiner Oma unmöglich geworden ist.
Junge, möchtest du noch einen Keks? Roffel. Yeah, ihr Noobs, Oma und euch alle at keksebacken.de, Doppelpunkt, Klammer zu. Epic Fail. Egal, denn ich bin so online, ich habe eine Flatbread beim Pizzataxi und der Gegenwert meines Flaschenpfandes macht meine Wohnung zum postmodernen Bernsteinzimmer. Ich bin so online, ich bin ein Diener des Servers, Serve of the Servants somehow. Ich bin so online, ich kann gerade noch von 0 bis 1 zählen. Ich bin so ein Newsletter, ich weiß weit und breit über jeden Scheiß Bescheid. Ich bin so Second Life, dass die Realität bei mir nur zweite Geige spielt. Ich bin so Counter-Strike, ich habe gar keine Zeit mehr in die Schule zu gehen und Amok zu laufen. Ich bin so Google, dass ich den Sinn des Lebens gegoogelt und gefunden habe. Ich bin so ICQ, dass ich sogar das fiese Nebelhorn beim Hochfahren liebe. Ich bin so Flickr, weil mich die flackernden Bilder auf lodernden Bildschirmen locken. Ich bin so MySpace, ich habe über 1000 Freunde. MySpace. Ich bin so Facebook, ich habe über 1000 Freunde. Ich bin so Pop-Up-Werbung. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der eine Millionste, der mich fragt, warum ich ausgerechnet Sebastian 23 heiße. Sie gewinnen einen nagelneuen, genervten Gesichtsausdruck. Fenster schließen. Ich bin so YouTube, denn YouTube killt the videos da. Ich bin so StudiVZ, nenn mich Kuscheltier. Ich bin so GMX, komm, lass uns den eh schon fast toten Postboten töten. Internetmänner haben keine Gefühle. Internetmänner haben Smileys. Und ich bin so up-to-date, ich weiß natürlich, dass es längst nicht mehr Smileys heißt, sondern Emoticons. Ich kann sogar das Papst-Emoticon. Plus, spitze Klammer auf, Doppelpunkt, Minus, Klammer zu. Ich habe nur die Mail noch nicht geschrieben, in der ich das verwenden könnte. Apropos Emoticons, ich habe neulich meinen Vater hab ich gefragt, Junge, die Menschen schreiben mir E-Mails mit seltsamen Symbolen drin. Und ich nahm ihn auf beiden Seiten seines Kopfes und kippte ihn. Und er verstand. Ich bin so online, ich sag euch, die Realität ist überbewertet. Was ich an der Wirklichkeit bewundere, sind höchstens die hohe Auflösung und die Farbtiefe. Was benutzt dieser Gotttyp für eine Grafikkarte? Echt krass, ich bin ganz heftig online. Und ihr? Ich meine, wer von euch hat keinen MP3-Player? Wer hat keine Digitalkamera? Wer weiß jemand, der keine E-Mail-Adresse hat? Wer weiß jemand, der nur eine E-Mail-Adresse hat? Wer kennt jemanden, der sich noch nie ein illegal runtergeladenes Lied angehört und noch nie einen raubkopierten Film gesehen hat? Wer hat sich noch nie selbst gegoogelt? Wer hätte diesen Text vor 20 Jahren schon verstanden? Wer versteht diesen Text heute? George Orwell hat einmal geschrieben, wer verstehen will, wie sehr Maschinen unseren Alltag bestimmen, der möge sich jetzt sofort einmal umschauen. Er schrieb dies 1932, heute ist 1984, ich bin online, sonst nichts. Dankeschön. Yeah.